Denkst du denn da genauso? In etwas so wie ich? Geht's dir da genauso? Wie geht's dir eigentlich? Denkst du denn da genauso? In etwas so wie ich? Sie sind zurück und zwar in Ulm. Die Sportfreunde Stiller lassen es sich nicht nehmen, nach der Veröffentlichung ihrer neuen Platte auch Ulm einen Besuch abzustatten. Im Roxy ist es für die drei Jungs ja fast schon ein Heimspiel, immerhin waren sie hier schon ziemlich oft zu Gast. Mit dem Erfolg ihrer Musik und den vielen Fans, die die Konzerte besuchen, hat zu Beginn ihrer Karriere keiner gerechnet. Ja, mit jeder Platte ist es halt so ein Neustart. Man sitzt natürlich immer so ein bisschen bibbernd da. Man weiß nie, was kommt. Das ist ja, also das ist immer eine völlige Überraschung und natürlich auch das Schöne darin. Also unser Leben ist halt irgendwie nicht planbar und umso schöner zu sehen, dass halt die Platte wahnsinnig gut ankommt, dass wir echt so einen verdammten Hit hatten, dass die Leute gerne auf unsere Konzerte gehen und dass es halt weitergeht. Das ist der Wahnsinn, natürlich, total. Damit hat keiner gerechnet und natürlich hofft man es, aber dass es so ist. Das haben wir ja nicht in der Hand. Und dass es so passiert ist, ist halt einfach wunderschön. Mittlerweile füllen die Sportis sogar große Säle wie die Olympiahalle in München und sind dabei trotzdem auf dem Boden geblieben. Deshalb haben sie sich für das Konzert in Ulm auch eine besondere Vorband dazugeholt. Wir haben eine tolle Vorband dabei. 50-50 heißen die. Feine Band, die haben wir vor vielen Jahren hier schon kennengelernt. Da waren sie noch Kinder, tatsächlich 7 und 8 Jahre alt. So etwa, die werden immer jünger, für jeden Tag werden sie jünger bei mir, aber tatsächlich, oder? So alt waren die. Genau. Und da hat der Schlagzeuger, der heute Abend in der Band spielt, schon damals bei uns Schlagzeug gespielt bei einem Lied. Und echt, das war schon damals eine krasse Maschine. Hier mit der Halle verbinden wir ganz viel. Wir haben schon sehr, sehr oft hier gespielt. Wir haben schon den ein oder anderen Drink hier in der Bar eingenommen. Somit, das wird bestimmt ein feiner Abend. Ab Ende Januar starten die Sportis wieder voll durch. Dann geht es erst in die Schweiz und anschließend durch ganz Deutschland mit dem Tourbus. Und dann haben sie auch wieder ihre Hits zum Mitsingen dabei. Die Schaumkrone.